Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Unboxing-Video über den X-Aircraft X650 Pro. Ein neuer Quadrocopter, den ich euch hier auf meinem Kanal detailliert vorstellen werde. Und er hat zwei Besonderheiten. Zum einen ist es ein Klappcopter, das heißt, er kann also zusammengeklappt werden. Das erleichtert den Transport des Copters erheblich und senkt auch die Kosten für einen Koffer. Und zum anderen setzt er auf den Super X Flight Controller, also einen anderen Flight Controller als den NASA M Flight Controller, den ich bisher immer eingesetzt habe. Bevor wir uns jetzt anschauen, was hier in diesem riesigen Paket alles drin ist, noch mein Dank an die Firma meincopter.de, denn die hat mir den X650 Pro hier für diese Serie zur Verfügung gestellt. So, okay, los geht's mit dem Auspacken. Gucken, so viel ist hier gar nicht drin. Einmal Batterieverordnung, jawohl. Und Frühlingsangebote. Und hier haben wir dann einen Karton. Ich glaube, darauf beschränkt es sich auch. Mal schauen, jawohl, da ist nichts mehr drin. Also einen Karton X-Aircraft X650 Pro steht drauf. Machen den mal auf. Okay. So, da haben wir hier schon einiges. Zunächst mal Anleitungen in deutscher Sprache, Zusammenbau, jawohl, für den Copter und auch für den Super X Flight Controller, sehr detailliert und auch alles in Deutsch, in gedruckter Form, super Sache, gefällt mir schon mal sehr gut. Dann geht es weiter. Was haben wir hier? Das sind zwei Seitenteile für das Landegestell. Hier dann ein Deckel, der kommt oben auf den Copter drauf. Okay, tun wir auch mal zur Seite. Ja, hier ist jetzt jede Menge Zeug drin. Das zeige ich am besten mal gesondert. Packen wir mal hier weiter aus. So, das schieben wir mal ein bisschen nach hinten. So, was haben wir hier drin? Okay, also hier sind Carbonstangen drin. Ich nehme an, das ist für das Landegestell. Und wir haben hier Propeller drin, APC-Propeller, also relativ gute Propeller. Das sind hier die APC Slowflyer. Und zwar 11 x 4,7, also ziemlich gigantische Propeller. Jawohl, okay, tun wir auch mal zur Seite. So, dann haben wir hier X-Aircraft, okay, mal schauen, das sind sicherlich Motoren, sind genau 4 Stück da drin, jawohl, mal aufmachen, was da drin ist, ja. Okay, so, jawohl, hier sind Motoren drin und zwar, okay, Tiger Motor, also richtig gute, hochwertige Motoren sind hier drin. Super Sache. Natürlich 4 Stück. 1, 2 und hier dann auch nochmal. Jawohl. 3 und Nummer 4. Jawohl. So, dann haben wir hier im großen Karton. 1, 2, 3. Oh, und wo ist der vierte? Ich finde ihn nicht. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal 3 ESCs. Irgendwo ist mit Sicherheit auch noch ein vierter. Jawohl, da ist der vierte. 4 ESCs, 3S bis 4S, LiPo, 30 Ampere. Okay. Dann haben wir hier, das ist ein Rahmen. Teile des Rahmens. Noch mehr Teile für den Rahmen. Dann haben wir hier drin jede Menge Kleinkram, Ausleger für die Arme. Dann haben wir hier noch mehr Teile fürs Gestell. Also das Gestell müssen wir ziemlich einiges zusammenbauen. Ein kleines Paket mit Schrauben haben wir hier drin. Dann haben wir hier nochmal eine englische Instruction Manual mit ein bisschen Kabelbinder und Aufkleber. Auch hier drin. Okay. Und dann ist hier in dem Paket dann zum Ende nur noch der Super X Flight Controller, aber den zeige ich euch mal gerade gesondert.
Gut, packen wir jetzt hier einmal den Super X Flight Controller aus. Super X Basic 108 steht hier drauf. So, was haben wir drin? Zunächst einmal, ja, machen wir mal auf, ein Karton. Darin sind ja einige Servokabel haben wir hier drin, USB-Kabel, Aufkleber, ja, 3M. Und ja, das ist eine LED, zumindest sieht so aus, eine kleine Status-LED, schätze ich mal. Das war darin. Dann haben wir hier als nächstes einen kleinen Karton mit der Aufschrift GPS. Da wird dann sicherlich die GPS-Antenne drin sein. Ja, eine relativ große GPS-Antenne, X-Aircraft GPS and Compass steht da drauf. Und ja, das scheint mir hier noch eine Halterung dafür zu sein. Auch irgendwie sowas. Okay. So, was haben wir denn noch drin? Ah, schüttel. Ah, so, jetzt kommt noch hier ein großer Block einmal raus. Da sind zwei Metallkästen drin. Einmal hier aus echtem Metall Super X Controller X Aircraft mit einigen Anschlüssen. Im Grunde genommen eigentlich nur zwei Anschlüssen. Einmal hier einem und da, das scheint mir ein USB-Anschluss zu sein. Und dann haben wir hier noch ein Teil, da steht drauf X-Aircraft I.O., also Input-Output. Und hier haben wir auch die klassischen Kanäle, Elevation, Throttle, Rudder und dann sind hier noch ein paar mehr. Und hier haben wir dann die Motoren M1 bis M8 und einen Anschluss mit der Bezeichnung GB. Ja, das ist dann der Super X Flight Controller, den wir hier verbauen werden am X650 Pro. Das also die Komponenten des X-Aircraft X650 Pro. Ist ein interessantes Paket, wie ich finde. Vor allen Dingen am Material hat man hier nicht gespart. Hochwertige Tiger-Motoren oder auch hier die APC Slow Flyer. Ganz, ganz toll, dass sowas hier in so einem Paket mit drin ist. Genauso freue ich mich aber auch hier auf den Super X Flight Controller. Ich denke, das wird eine interessante und spannende Sache, mal eine Alternative zu sehen, wie der so ist, was der für Features hat und wie er sich dann so fliegen lässt. Ja, so ein tolles Paket, was man mir hier zusammengestellt hat. Daher nochmal mein Dank an die Firma meincopter.de aus Münster, die das, die diese Serie hier auch dann mit ermöglicht hat. Abschließend würde mich natürlich von euch interessieren, habt ihr schon mal was gehört von X-Aircraft oder auch von diesem Super X Flight Controller? Setzt ihr den vielleicht selber ein? Da würde ich mich über ein bisschen Feedback freuen, damit ich weiß, wo ihr so steht in Bezug auf X-Aircraft. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare des Films. Wenn euch hier das erste Unboxing-Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung. Empfehlt mich weiter und abonniert mich hier auf YouTube und auch auf Facebook. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt hier zu X-Aircraft, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.